Hallo und willkommen zu diesem Video zum Thema Differenzieren, in dem wir die wichtigsten Regeln zum Rechnen mit Ableitung besprechen werden. Bevor wir uns formal die Ableitungsregeln anschauen, also Summenregel, Produktregel, Kettenregel und so weiter, rechnen wir hier damit einmal ein konkretes Beispiel. Ich gehe davon aus, die meisten werden diese Regeln aus der Schule noch kennen, deshalb steigen wir mal mit einem konkreten Beispiel ein und danach schauen wir uns die allgemeinen Regeln an. Als Beispiel nehmen wir hierher die Ableitung der Funktion h von x gleich x hoch 4 mal in Klammern 5 mal x Quadrat minus 1. Vom Namen der Funktion h von x soll man sich dabei nicht irritieren lassen, da könnte auch f von x oder g von x stehen, das ist nicht weiter von Belang, ist halt nur irgendein Name für die Funktion. Dadurch, dass wir hier das Produkt von zwei Termen stehen haben, x hoch 4 auf der einen und 5 mal x Quadrat minus 1 auf der anderen Seite, könnte man auch meinen, es ist besonders naheliegend, die Produktregel zu verwenden. Werden wir gleich auch nochmal machen. Aber noch einfacher ist es hier wahrscheinlich auszumultiplizieren. Warum? Schauen wir uns das einmal an, was passiert. Wenn wir hier x hoch 4 mit 5 mal x Quadrat multiplizieren, können wir einmal die 5 nach vorne ziehen und dann haben wir x mal x mal x mal x und dann noch 2x dazu, sind insgesamt x hoch 6. Wir können die Exponenten zusammen addieren, 4 plus 2. Und dann müssen wir multiplizieren x hoch 4 mit minus 1, das ist minus x hoch 4. Und jetzt haben wir eine besonders freundliche Form dieser Funktion gefunden, denn wir haben einfach eine Summe bzw. eine Differenz von zwei einfachen Polynomtermen oder Potenzfunktionen hier stehen. Und die Ableitung einer Summe ist nichts anderes als die Summe der Ableitung. Wir können das also Term für Term ableiten. Machen wir das einmal. H' von x ist jetzt also die Ableitung von 5 mal x hoch 6. Da bleibt 5 als konstanter Faktor zunächst mal stehen, unverändert. Dann multiplizieren wir dazu die Ableitung von x hoch 6, da ziehen wir die 6 nach vorne und nehmen das Ganze dann mal x hoch, 6 minus 1 ist 5. Dasselbe machen wir hier, minus 1 als konstanter Faktor bleibt stehen und x hoch 4 abgeleitet, wir ziehen die 4 nach vorne, das ist 4 mal x hoch und 4 minus 1 ist 3. Multiplizieren wir die 5 mal 6 noch aus, da haben wir hier stehen 30 mal x hoch 5 minus 4 mal x hoch 3. Und damit haben wir dann eine einfache Form der Ableitung gefunden, die wir dann zum Beispiel auch in den Taschenrechner eingeben könnten, wenn wir den Wert der Ableitung an einer bestimmten Stelle ausrechnen wollten. Auf den Folien hier habe ich einen anderen Rechenweg noch stehen, nämlich den über die Produktregel. Das ist natürlich auch möglich, führt auch zum genau gleichen Ergebnis. Schauen wir uns einmal an, wie das geht. Also wir können h auffassen als das Produkt von f mal f von x mal g von x, wobei f von x eben x hoch 4 ist und g von x 5 mal x Quadrat. Rechnen wir uns von jeder der beiden Funktionen mal die Ableitung aus. Von x hoch 4 haben wir schon gesehen, ist 4 mal x hoch 3. Und von g ist die Ableitung g' von x. Wir ziehen die 2 nach vorne. 5 mal 2 ist 10 mal x hoch 2 minus 1 ist einfach 1. Können wir so stehen lassen. Minus 1 ist eine Konstante, fällt beim Ableiten weg, ist also hier plus 0. Und damit sind wir auch schon fertig. Klicke hier einmal weiter, da haben wir das auch auf den Folien sauber stehen. Wie funktioniert jetzt die Produktregel? Die besagt, die Ableitung eines Produkts h ist dann h' und das ist das Produkt von f' und g plus g' und f oder f und g', wie rum man gerne möchte. Und setzen wir da einmal ein, f' haben wir hier oben schon ausgerechnet, ist 4 mal x hoch 3 und g kennen wir, ist 5 mal x Quadrat minus 1 und dazu addieren tun wir plus die Funktion f, das ist x hoch 4, mal die Ableitung 10x. Und jetzt können wir auch hier ausmultiplizieren, die 4 mal x hoch 3 mal 5x Quadrat sind dann insgesamt 4 mal 5 sind 20
Und x hoch 3 mal x Quadrat ist x hoch 3 plus 2 ist x hoch 5. Dann haben wir minus 4 mal x hoch 3 und dazu kommt noch plus x hoch 4 mal 10x sind insgesamt 10 mal x hoch 5. 4 plus 1. Wieder die Potenzen zusammengerechnet. Dann können wir die 20x hoch 5 und die 10x hoch 5 noch zusammenfassen. Haben wir 30x hoch 5 minus 4 mal x hoch 3 und sind somit bei dem gleichen Ergebnis angekommen, wie das, was wir vorher hatten, nur dass wir ein paar weniger Rechenschritte gebraucht haben, wenn wir hier am Anfang ausmultiplizieren, als wenn wir erst hier am Ende ausmultiplizieren und dann zusammenfassen. Schauen wir uns nun also noch die Ableitungsregeln an, die ich in dieser Aufgabe vorher auch schon alle verwendet habe. Zunächst mal die Summenregel. Was besagt die? Wenn wir zwei Funktionen haben, f von x und g von x, die beide differenzierbar sind, die also beide eine Ableitung haben, die existiert, sodass also dieser Grenzwert des Differenzenquotienten an allen Stellen x existiert, dann ist auch ihre Summe, hier symbolisch geschrieben als f plus g von x, eine differenzierbare Funktion und ich kann die folgendermaßen ausrechnen. Die Ableitung von f plus g an der Stelle x ist nichts anderes als die Ableitung von f an der Stelle x plus die Ableitung von g an der Stelle x. Salopp formuliert heißt das also, die Ableitung einer Summe ist die Summe der Ableitung. Die zweite Regel, die wir eben auch schon kurz angewendet gesehen haben, ist die Produktregel. Startpunkt ist also auch hier wieder, wir haben zwei differenzierbare Funktionen, f von x und g von x. Und wenn diese beiden Einzelfunktionen jeweils differenzierbar sind, ist auch ihr Produkt differenzierbar. Das heißt wieder symbolisch geschrieben, f mal g als Funktion von x, definiert als die Funktion f von x mal g von x. Dieses Produkt ist auch wieder eine differenzierbare Funktion und es gilt folgendes. Die Ableitung von f mal g an der Stelle ist, x ist nichts anderes als die Ableitung von f an der Stelle x mal g von x plus f von x mal die Ableitung g' von x. Also kurz gesprochen, f' mal g plus f mal g'. Und aus dieser allgemeinen Produktregel kann ich mir auch die Ableitung für Potenzfunktionen ganz allgemein herleiten. Ich werde das hier nicht im Detail tun, ich schreibe aber die Rechenregel nochmal explizit hin. Wenn ich also eine Potenzfunktion habe, x hoch n, dann ist die Ableitung f' n mal x hoch n minus 1. Wir ziehen sozusagen gleichsam das n nach vorne und ziehen dann im Exponenten in der Potenz 1 ab. Und diese Ableitung von Potenzfunktionen gilt auch nicht nur, wenn die Potenz eine natürliche Zahl ist, sondern auch ganz allgemein für jedes n aus den reellen Zahlen. Nächste allgemeine Ableitungsregel ist die Kettenregel. Auch hier haben wir als Startpunkt wieder zwei differenzierbare Funktionen f und g. Nur werden die jetzt etwas anders miteinander verknüpft. Und zwar werden sie eben verkettet. Zunächst wende ich die Funktion g auf das Argument x an und berechne damit den Funktionswert y. Und der wird dann gleichsam hereingesteckt in die Funktion f an der Stelle y und damit berechnen wir den Funktionswert z. Also kurz geschrieben ist das, was wir machen, f von g von x. Und das wird sozusagen von innen nach außen ausgeführt oder evaluiert. Und die Ableitung dieser verketteten Funktion hat auch eine einfache Form, denn ich muss die äußere Funktion f ableiten, um wieder an der Stelle g von x auswerten. Ich könnte auch schreiben f' an der Stelle y, weil y g von x ist.
Und das multipliziere ich mit der Ableitung g' von x. Die Merkregel dafür ist, dass also die Ableitung von einer solchen Verkettung die Ableitung, die äußere Ableitung mal die innere Ableitung ist. Die letzte Ableitungsregel, die wir uns hier jetzt noch anschauen, ist die Quotientenregel. Die habe ich hier etwas verkürzt hingeschrieben, ist wieder genauso formuliert wie die anderen Regeln auch. Wenn f von x und g von x beides differenzierbare Funktionen sind, so ist auch ihr Quotient eine differenzierbare Funktion und die Ableitung ist dann gegeben durch f' mal g minus f mal g' dividiert durch g Quadrat von x. Man kann sich diese Rechenregel auch aus den anderen Rechenregeln, die wir hier kennengelernt haben, relativ leicht noch herleiten. Wir haben sie hier noch einmal explizit aufgeführt. Dann wollen wir uns noch ein Beispiel anschauen, was wir jetzt mit diesen Ableitungsregeln zum Beispiel ausrechnen können. Wir wollen also hier einmal die Ableitung einer Wurzelfunktion ausrechnen. H von x definiert als die Wurzel aus 1 plus x². Wir können also hier h von x schreiben als eine Verkettung f von g von x. Dabei ist, schreibe ich hier einmal f von y, die Wurzel aus y, und g von x ist gleich 1 plus x². Und das ist dann gleich y. Ich berechne also zunächst 1 plus x Quadrat und das stecke ich dann als Argument in die Wurzelfunktion rein. Wenn ich also diese Funktion h von x anwenden möchte, brauche ich die Kettenregel äußere Ableitung mal innere Ableitung. Schauen wir uns also beide Ableitungen an. Für f' von y machen wir vorher noch einen kleinen Trick. Y, die Wurzel von y schreiben wir um als y hoch 0,5 oder hoch 1/2. So kann man ja die Wurzel auch schreiben. Und dann sehen wir auch, wie wir die ableiten können. Das ist nämlich f' von y, wir ziehen wieder die 0,5 nach vorne, ist 0,5 mal y hoch 0,5 minus 1 ist minus 0,5. Ist eine Art und Weise, das Ganze hinzuschreiben, kann das aber auch hier nochmal umformen. Die 0,5 kann ich auch schreiben als 1/2 und y hoch minus 0,5 kann ich auch schreiben als 1 durch y hoch 0,5 und y hoch 0,5 war nichts anderes als die Wurzel von y. Also kann hier schreiben, dann kann ich einen von diesen beiden Einsen kann ich auch weglassen. Kann ich schreiben 1 durch 2 mal die Wurzel von y. Dann brauchen wir noch die Ableitung g' von x. Und dabei fällt die Konstante 1 weg. Wir haben hier wieder Summenregel. Ableitung einer Summe ist die Summe der Ableitung. Die Ableitung von 1 einer Konstanten ist 0, fällt weg. Und die Ableitung von x² ist 2 mal x. Ich schreibe mir das hier nochmal alles sauber hin. Also wir haben die äußere Funktion ist die Wurzel, die innere Funktion ist 1 plus x Quadrat, die zugehörigen Ableitungen sehen wir hier, 1 durch 2 mal Wurzel y und 2 mal x. Jetzt wollen wir also die Kettenregel anwenden, h' von x ist f' von y mal g' von x. Die müssen wir also nur nacheinander hinschreiben. Und dabei können wir jetzt auch gleich einsetzen. 1 durch 2 mal die Wurzel aus y. Und y war ja nichts anderes als 1 plus x². Setze ich hier auch gleich ein. Und dann multiplizieren wir noch mit 2 mal x. Dann kann man die 2 hier noch kürzen. Und kann hinschreiben, x dividiert durch die Wurzel aus 1 plus x². Schreibe mir das auch nochmal schön hier hin und so eingesetzt.